Willkommen zurück zu Lost Sphere. Wir sind ja hier in diesem kleinen Dörfchen, was von der imperialen Armee angegriffen wurde, weil die einen Vorwand suchen, ja, andere Leute anzugreifen. Also hier ist es zum Beispiel ja so, dass wegen... Oh. Ach stimmt, hier war ja was verloren. Wegen Monster und so. Weil die Leute hier angeblich mit Monster trainieren, beziehungsweise ja, sie beherrschen können. Und da ist es halt so... Ach du Kacke, wir haben nicht mehr so viel. Ah! So, okay. Was würde ich sagen? Ich weiß es gerade nicht. Verdammt. Achso, wegen dem Monster. Jetzt habe ich es wieder. Sorry, ich bin gerade erst aufgestanden. Ja, weil sie wegen dem Monster hier benutzen und dadurch der Verfall ausgelöst wird. So nach den Worten des Imperiums. Aber das stimmt natürlich nicht. Dafür ist was anderes verantwortlich. So... wie die gute Shara das hier behauptet. Aber wir werden jetzt mal sehen, was hier passiert. Denn wir hatten ja hier das letzte Mal abgespeichert. Normalerweise müsste ein Speicherpunkt kommen. War aber nicht. Deswegen habe ich hier zur Sicherheit beim letzten Mal abgespeichert. Und wir schauen jetzt einfach mal, was jetzt hier noch passieren wird. Es sieht nicht so aus, als wäre noch jemand im Dorf. So eine Erleichterung. Anscheinend haben schon alle das Dorf ver... Oh! Er scheint uns zu misstrauen, aber das ist nur verständlich. Wir haben gesehen, wie ihr das Imperiale Kommando herausgefordert habt. Ich weiß nicht, wer ihr seid, aber ihr scheint keine Feinde zu sein. Wir freuen uns sehr, das zu hören. Das imperiale Kommando hat sich zurückgezogen, aber nur vorläufig. Ihr solltet von hier fortgehen und euch in Sicherheit bringen, solange es geht. Außerdem wüssten wir gern alles über Dianto, wenn es euch nichts ausmacht. Dianto? Ja, ich weiß alles über Dianto. Er ist bärenstark und super lieb. Dianto ist zweifellos ein Monster, aber er hat uns nie auch nur ein Haar gekrümmt. Tatsächlich beschützt er uns vor den Monstern. Er ist eine Art Hüter dieser Insel. Ein Hüter? Wie? Wir würden sehr gern mit Dianto sprechen. Wo finden wir ihn? Man hat ihn bei den Ruinen im nordwestlichen Teil der Insel gesichtet. Aber es wäre zwecklos, den weiten Weg dorthin zu laufen. Sogar wir Einheimischen sehen ihn kaum. Fremden wird er sich bestimmt nicht zeigen. Ein Monster, das Menschen beschützt? Er ist ein Sonderfall. So kann man es natürlich auch nennen. Willst du wirklich diesem Dianto begegnen? Ich verstehe nicht, warum Dianto die Insulaner... beschützt. Aber wir müssen ihm helfen, zusammen mit den Dorfbewohnern zu entkommen. Wir dürfen ihn nicht hier lassen, wo er in Gefahr schwebt. Ja, aber ein Monster unbedingt irgendwo hin mitnehmen? Ich weiß auch nicht. So, warte mal, hier geht's auch noch nach links. Da gucken wir gleich mal. Okay. Ach, ich bin jetzt mehr oder weniger im Kreis gelaufen. Alles klar. Dann lass mal das Dorf einfach so, wie es ist, abgefackelt, verloren und hauen jetzt einfach mal ab. Das wäre doch mal eine Idee. Ah, hier haben wir den Speicherpunkt. Na gut. Hätte man beim letzten Mal vielleicht doch noch ein bisschen weitermachen können. Ja. Woher soll man das wissen? So, wieder viel verloren, wie man sieht. Ich bin mal gespannt. So, wir sind ja das letzte Mal von hier unten gekommen.
Da links sehe ich noch ein paar Zelte von irgendwelchen Indianern. Ich nenne es jetzt einfach mal Indianer. Aber da oben haben wir eine Erinnerung und ein Steinmonument. Das heißt, wir sollen ja nordöstlich. Wir wollen aber jetzt erstmal gucken. Während bla 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 trägt, wird die aller Verbündeten reduziert. Wenn du deckst mehr Gegenstände an Leuchtstellen, je höher die zurückte. Quantum Starre. Stahltempo. Hält länger an, erhöht Erholungseffekt von Skills. Wenn das Ziel anfällig über deinen Angriffstyp ist, werden deine SP erhöht. Seelenalter, mehr Zitzunder-Kills und Mecha-Kills du gemacht hast, desto mehr Lebenspunkte MP werden im Kampfende wieder. Oh, das ist natürlich geil, der Seelenalter. Ohoho. Der Seelenaltar ist natürlich geil. Dann kriege ich nämlich wieder ordentlich was zurück. Wir stellen mal einen Seelenaltar her. Schauen wir mal. Errungenschaft freigeschaltet. Herstellungsmeister. Da, 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 da. Sehr schön. So, hier haben wir noch eine Erinnerung. Bergerinnerung. Blitzsalz. Und das rächt sich jetzt auch noch, was wir bauen können. Da werden wir am besten gleich mal Primordium können wir jetzt nicht mehr. Wir haben keine Bergerinnerung mehr. Ah, das ist natürlich doof. Ah, alles klar, fürs Seelenaltar habe ich gerade das. Okay. Magiefeste. Verlorener Bogen. Ja, mach mal noch ein Zonentor oder mach mal einen verlorenen Bogen. Ja, werden wir mal noch ein Zonentor bauen. Ich habe ja gesehen, wir können ja hier oben links irgendwo auch das nochmal machen. Also so das Verlorene wiederherstellen. So. Wir werden aber auch der Geschichte folgen. Wir gehen jetzt nicht natürlich hier in dieses Dorf hier unten rechts, sondern wir gehen einfach mal so wie sie es uns gesagt haben, nach oben rechts, also nordöstlich des Dorfes. So, und hier baller ich doch jetzt noch einen einen verlorenen Bogen hin. Dann habe ich wenigstens wieder ein bisschen mehr Power. Auch wenn es vielleicht nicht viel ist. Aber. Oh! Die nächste Säule. Welche ist es denn? Ah, die Feuersäule. Die Feuerspirit-Net-Säule füllt sich mit der Kraft der Erinnerung. Vulgar Sweets, was Ehre des Vaters. Das ist ein Name. Wer denkt sich sowas aus? Versiegelte Kraft wurde erweckt. Du kannst jetzt mit Paradigma Vigilanz verwenden. Das Paradigma, okay. Vigilanz Van. Oh mein Gott. Hängt vom ausgerüsteten Skillspirit ab. Solange Vigilanz läuft, werden unter bestimmten Bedingungen verschiedene Effekte ausgelöst. Hm.
Artefaktwissen freigeschaltet. Na schön. Hier ist ein komisches geformtes Fragment. Neues Artefaktwissen und Dunkelglück. Oh, schön. So, nordöstlich der Insel sind wir, aber da kann man nicht viel anstellen. Salgata. Die Ruinen in Dianto sind Nord. Jetzt hier ist es Nordwesten. Habe ich nicht gerade was von Nordosten gelesen oder bin ich bekloppt? Egal, wir gehen jetzt hier einfach mal rein. Kann ja nur das sein. Ja, mit. Mit Speicherpunkt ist gut. So, hier, das bietet sich an, dass hier eine Kiste ist. Ist es aber nicht. Oh, gut. Aber hier sind auf jeden Fall ein paar Mobs, die wir ausmerzen können. Wenn alles passt. Ach, lass mal so. Dann können wir nämlich jetzt hier mit dem Beam komplett die Gruppe aufräumen. Falls das eine. Nee, doch nicht. Alle weg. Ja, es sah erst so aus, als würde oben rechts das kleine Monster überleben. Ah. Och, du Fell, dass du dich frei bewegen kannst, aber trotzdem irgendwelche Felsbrocken hier im Wege sind. Na, mein Dicker! Oh. Macht ja nicht so viel. So, Skill, Wasser machen wir mal. Yay! Ach, schade. Ich hatte gerade gehofft, ich kann wenigstens alle drei nochmal mit einem Zauber vielleicht wegboosten. So, warum tut sich hier, ist die Frage gerade, nur Lumina ausziehen, bei einmal drücken und der Rest erst zweimal. Das ist mir ein bisschen schleierhaft noch. Aber da muss man wohl oder übel gucken. Ich gehe jetzt einfach mal von links nach rechts, hier wie so eine Schlange, wie Snake, einfach mal durch, um zu gucken, ob ich vielleicht nichts übersehe. Aber dann müsste ja jetzt hier. Genau, hier waren wir jetzt. Also gehen wir jetzt einmal nach oben. Ha, Präventivschlag. So. So, und einmal Beam noch. Müssten eigentlich ja alle weggefickt werden. Jawohl. Ach, ich liebe das mal, dass man das so koordinieren kann. Ach, das ist schön. Kriegt man wenigstens kein Damage von irgendwelchen Kreaturen hier. So, nächster Angriff. So. 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 Und nochmal Beam. Oh mein Gott. Der hat ihn mit eben mal weggepustet. Ich wollte gerade sagen, wenn es schlecht läuft, überlebt Inna. Aber nein. Alles schick. So. Die Ruinen sind hier ganz schön groß, finde ich. Also die hätten. Ja, eine unsichtbare Wand hätten sie schon vielleicht einbauen können. Müsste ich nämlich nicht so suchen. Aber das macht eigentlich auch mal Spaß, so ist es nicht. Ja.
anders passt. Ah, die allein natürlich nicht so viel Damage. Das ist nicht gut. Zatsunakel! Ja, ist er? Ja, er ist weg. Also Wahnsinn, wie viel Erinnerungen wir in solchen Kämpfen erhalten. Dazu die erhaltene EP, das ist krass. Oh, eine aufgebrochene Kugel. Neues Artefaktwissen, Goldbob. Goldbob hört sich gut an. Das würde mir wahrscheinlich sagen, nach einem abgeschlossenen Kampf. Verdammt. Nach einem abgeschlossenen Kampf erhaltet man halt mehr Gold. Keine Spur von ihm, wie erwartet. Falsch, ich spüre etwas. Ich glaube, er ist in der Nähe. Das ist doch zwecklos. Er wird sich bestimmt nicht zeigen. Warum bist du dir so sicher? Für ihn gibt es nur die Inselbewohner und den Rest der Welt. Aus seiner Sicht sind wir genauso wie das imperiale Kommando. Also müssen wir irgendwie beweisen, dass wir nicht seine Feinde sind. Das könnte schwierig werden. Wir sollten es aber zumindest versuchen. Wie? Ich werde allein vorausgehen. Ihr wartet inzwischen hier. Nein, du bist wahnsinnig. Was, wenn dir etwas passiert? Ich habe keine Angst. Ich weiß, dass ihr mir den Rücken stärkt. Jetzt ruft er aber nicht nach dem Mob, oder? Oh, ein Grabstein. Oder ein Monument. Ein Monument, wie? Erinnert mich an das in Elgard. Die Insulaner beten hier wohl für das Wohl ihrer Nächsten und ihres Landes. Oh mein Gott. Nein, Hände weg! Endlich tauchst du auf. Wenn dir dein Leben lieb ist, verschwinde von hier. Ich werde noch nicht gehen. Erst möchte ich etwas mit dir besprechen. Wir haben einander nichts zu sagen. Geh, sonst töte ich dich. Wenn du mich wirklich töten wolltest, hättest du es längst getan. Habe ich nicht recht? Ich drehe mich um, aber bleib, wo du bist, ja? Ich möchte wissen, warum du es auf dich nimmst, die Insulaner zu beschützen. Weil die Gebete der Menschen mir das Leben schenken. Ich existiere, um die Dorfbewohner zu schützen. Ich weiß nicht viel darüber, wie Monster geboren werden und solche Dinge, aber du kommst mir anders vor als all die anderen. Mein Leben ist ein Gebet für Salni. Dass es mich gibt, beweist die Existenz seiner Bewohner. Darum darf ich nicht sterben. Ich verdanke Salni mein Leben. Das unterscheidet mich von anderen Monstern. Soll das heißen, du wurdest aus Erinnerungen an Gebete der Dorfbewohner geboren? Erinnerungen? Egal, ich glaube jedenfalls, die Gründe für dein Handeln jetzt zu verstehen. Das macht den nächsten Teil umso wichtiger. Bekämpfe das imperiale Kommando nicht. Das Leben der Hiesigen geht vor. Suche gemeinsam mit ihnen Unterschlupf. Was ich tue, entscheide ich. Mach, was du willst. Komm mir nur nicht in die Quere. Die Dorfbewohner möchten, dass du mit ihnen kommst. Darauf wette ich. Du willst sie doch beschützen, oder? Dann hör auf sie. Öffne ihren Worten dein Herz. Gewalt ist nicht die einzige Art, jemanden zu beschützen. Es geht auch anders. Ich höre sie. Ich höre die Stimmen der Dorfbewohner. Sie sagen, ich soll diesem Kerl vertrauen? Du musst leben, Dianto. Lebe damit die Gebete der Menschen mit Hoffnung beantwortet werden. Na schön.
Aber ich tue das aus eigenem Antrieb und nicht, weil du es mir befohlen hast. Kapiert? Soll mir recht sein. Komm, gehen wir zu den anderen. Kanada! Hallo Lumina, hallo Leute. Sieh, Kanada, vom Dorf steigt wieder Rauch auf. Gehen wir schnell zurück ins Dorf. Anscheinend hat das Kommando wieder angegriffen. Sie werden sich neu aufgestellt und... Sie haben... Nee, oh, warum lese ich denn immer Werne? Ich glaube, ich brauche meine Brille wieder. Moment. So. Sie haben sich neu aufgestellt und werden erbarmungsloser sein als zuvor. So viel steht fest. Wir haben keine Zeit zu verlieren. Gehen wir, Dianto. Ich lasse mich nicht von dir herumkommandieren. Kanada, meinst du wirklich, in seiner Nähe sind wir sicher? Ich habe nämlich keine Lust, in einem Hinterhalt zu geraten. Alles gut, du kannst ihm vertrauen. Er will das imperiale Kommando ebenso aufhalten wie wir. Dann sollten wir uns beeilen. Ich habe jetzt ein Monster in meiner Gruppe, Alter. GG. Oh, da ist eine Kiste. Der Große. Sein Ausrüstung. Oh mein Gott. Nehmen wir. Der sieht schick aus. Also mit dem Design der Waffen haben die sich Mühe gegeben. Also da kann man nicht viel sagen. Dagegen sagen. Sieht schon schick aus. So, ich gucke mich hier noch ein bisschen um. Oben, unten, links, rechts. Vielleicht taucht ja noch mal eine Truhe oder so auf. Ja, seht ihr mal? Da haben wir eine. Titan-Faust. Oh mein Gott. Mehr Damage geht auch nicht, oder? Warte mal, wir haben doch so eine Kugel in den Ruinen bei der imperialen Stadt mal gesehen, wenn ich mich nicht irre, ne? Da war doch auch so eine. Waren aber diese Dinge aufgebrochen gewesen? Ich weiß es gerade gar nicht. Okay, warum habe ich das jetzt hier aufgebrochen? Ich habe keine Ahnung. Ah, da oben? Ah ne, da waren wir ja schon. Da war ja die Truhe halt. Yay, eine Donnererinnerung. So, jetzt müssen wir bloß noch hier umgucken und dann gehen wir runter. Okay, alles klar. Machen wir uns mal auf den Weg. Vorher werden wir das Ganze nochmal abspeichern. Und dann schlagen wir das imperiale Kommando endgültig mal zurück hier. Also, das kann ja nicht sein, ey. So. Speichern. Sehr schön. Auf geht's.